Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ja, ist schon wieder etwas länger her, das letzte Video. Ich war ja auf Gran Canaria im Urlaub und habe auch Saatgut mitgebracht. Was, das lasse ich euch jetzt mal hier in einem Video laufen. Und unglaublich, wie viel da drin ist. Ich glaube, ich habe für 1,50 Euro 200 Tomatensamen in einer Tüte bekommen. Blende ich euch alles mal hier ein. Jetzt bin ich zurück im Garten und ich würde heute mit euch mal einen kleinen Gartenrundgang im Juli machen. Und wir schauen uns mal an, was so im Gewächshaus anliegt. Gegossen habe ich gerade schon, wie ihr gesehen habt. Und die Wassermelonen, die sind schon ja, so groß, ich konnte schon die erste ernten. Und die schauen wir uns mal ganz besonders an. Wassermelonen im Garten und einen kleinen Gewächshausrundgang. Viel Spaß dabei und los geht's. Hier in dem Gewächshaus, da haben wir die Gurken und da können wir auch schon einige ernten. Hier zum Beispiel Zitronengurken. Dann ganz links die mexikanischen Minigurken. Da müssen wir ein bisschen näher rangehen bei den Mini-Gurken, damit wir auch die Früchte sehen. Und dann haben wir hier die Paprikas, wirklich teilweise riesengroße Paprikas, echt schwer, aber die müssen jetzt nur noch ausreifen. Gehen wir mal weiter ins nächste Gewächshaus. Hier werden die ersten Chilis mittlerweile rot. Hier Chili Lila Luzi, kennt ihr sicherlich alle. Ja, und dann kommen wir zu den Wassermelonen. Da ist eine. Hier ist eine etwas kleinere drunter. Da ist wieder eine große. Da vorne kommt schon die nächste kleine. Dann haben wir hier noch mal eine große Wassermelone. Hier, da haben wir eine Zuckermelone, die kommen ja auch zwischen zwei Stück. Und wenn wir uns das Gesamte hier mal angucken, der Weg ist übrigens auch neu. Habe ich mir ganz einfach mit Rasenkante gemacht und dann habe ich hier die Pinienrinde von Floragard reingelegt. Ja, ganz einfach einen schöneren Weg. Der war hier vorher total zugewachsen. Der Rasenmulch, der ist immer rübergekommen und ja, deswegen haben wir jetzt auch eine Rasenkante gelegt, damit der Mulch nicht in die Pinienrinde kommt und die Pinienrinde nicht ins Beet. Einfach so, ja, optisch zur Abtrennung und auch ein bisschen, ja, mit Sinn. Hier, wir haben die grobe Pinienrinde von Floragard genommen. Ganz einfach dadurch, weil das Feine, ja, das ist uns ein bisschen zu viel an Material und das Grobe, das passt einfach auch vom Optischen besser hier rein. Die Wassermelonen, die sind wirklich, ja, einmal über die gesamte Hälfte. Das sind bald 9 mal 2 Meter, 18 Quadratmeter hier durchgewuchert. Die letzte Wassermelone, die fängt hier an und die zieht sich nochmal bis da hinten. Ich denke, die wird locker durch die Paprikas noch durchgehen. Hier die ersten beiden, das sind Paprika Kiras, die wurden schon von den Wassermelonen umsingelt. Aber auch hier, guckt euch mal die an. Sehr coole Pflanze. Muss ich gleich mal nachgucken. Ich blende euch hier mal den Sortennamen ein. Was das für eine Paprika ist, das haben wir nämlich alles auf einer Liste. Das wäre sonst zu viel hier für uns. Aber die Wassermelonen, ich weiß nicht, was wir dieses Jahr richtig gemacht haben. Wir haben wahrscheinlich enorme Wärme, weil wir die im Folientunnel anbauen und die Sonne hier den ganzen Tag drauf steht. Wir haben die Türen immer offen, also auch eine sehr gute Durchlüftung. Also wir haben hier ungefähr 40 Grad drin und eine gute Durchlüftung. Dann gießen wir sehr viel, fast täglich. Wassermelonen, damit die groß werden, natürlich viel Wasser. Und wir düngen mit Rasendünger. Das klingt vielleicht erstmal skurril, warum Rasendünger? Aber bei dem Rasendünger, das ist einfach so, der hat einfach die besten Eigenschaften von den Nährstoffen. Und deswegen schmeißen wir den eigentlich auch im Gewächshaus fast an alle Pflanzen dran, weil Rasendünger einfach sehr gute Nährstoffe hat und davon ja, wachsen die Pflanzen, wie man sieht, sehr gut. Ja, das war's auch schon hier von dem Folientunnel. Hier links auf der Seite, da haben wir noch 8 Paprika Kira. Endlich auch mal mit richtig Ertrag dran. Also wirklich jetzt schon 5-6 Früchte pro Pflanze. Letztes Jahr hatten wir 2 Pflanzen und haben davon eine Paprika Kira geerntet. Die hatten wir aber auch im Freiland. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber hier ins Glasgewächshaus. Und hier sind immer noch die Tomaten dran. Das hier, das ist die St. Pepper und die beiden zum Beispiel sind die Purple Sunrise. Dann haben wir hier diese Indigo Blueberries und Indigo Peardrops drin.
Wir haben die Gargamel, heißt sie, glaube ich. Die ist da hinten. Hier vorne, das ist eigentlich eine Freilandtomate, die Dorenia, aber wächst bei uns im Gewächshaus, wie man sieht, sehr, sehr gut. Ist jetzt schon fast 3 Meter groß. Und hier, die kennt ihr sicherlich auch alle, das ist die Indigo Rosé. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingstomatensorte in diesem Jahr ist. Dann werde ich mir davon mal Saatgut für die kommende Saison holen. Weil es gibt ja wirklich mittlerweile so viele Tomaten. Und da finde ich es echt schwer, eine Übersicht zu behalten. Deswegen gerne mal Sortentipps hier unten in die Kommentare. Ja, und hier werfen wir schon mal einen kleinen Blick aufs Beet. Hier so ein Mais ist mega gut gewachsen, aber allgemein das ganze Beet ist eigentlich ja so gut gewachsen in den 10 Tagen, wo ich nicht da war. Und das war jetzt auch schon das relativ kurze Video zu den Gewächshäusern. Im nächsten Video geht es um die Beete, die ich euch gerade gezeigt habe. Deswegen unbedingt Felix Hobbygarten hier unterm Video kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir unbedingt mal eure Lieblingstomatensorte in die Kommentare. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis demnächst und ciao.